Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge, ja, haben wir, weiß nicht, einen Plan erstellt, wie wir Lambda erledigen sollen. Und zwar mit Plan meine ich, wir haben irgendwie keine Ahnung, wie wir ihn erledigen sollen. Wir wollen ihn irgendwie dazu bringen, dass er von Richard ablässt und dann haben wir ihn irgendwie kaputt und so. Die letzte Schlacht findet morgen statt. Ja, wir sind noch am Tag davor und mal gucken, was ist denn los hier? Warum gehst du denn nicht pennen? Was ist denn das? Oh, Hubert. Na, auch nicht. Kannst du auch nicht schlafen? Can't sleep, Hubert? Hab ich doch gerade gesagt. I could ask the same of you. But as you're here, there's something we should talk about. When this is over, I'm going to ask the president of Strada to withdraw his forces from Lant. If he agrees, you will become the Lord of Lant in both name and deed. I trust you find this acceptable. Hubert, you would do that? I've thought long and hard about who should be entrusted with Lant, but in the end, you're the only real choice. However, at the moment, this idea ends with me. I do not know how the president will react. I understand, but I'm still grateful. Thank you. The next time I visit Lant, I'll come as family. After all, people will rest easier if someone is looking over your shoulder. You have no idea how much trouble it is having you as an older brother. I can only guess. Enough. I should rest. Sleep well, Hubert. I wonder if everyone else is asleep. Was wäre passiert, wenn wir ihn nicht als erstes angesprochen haben? Weil ich denke mal, alle anderen sind ganz bestimmt am Schlafen. Hubert, what are you doing here? Is it wrong for a son to visit his mother? No, not at all. I'm very pleased to see you. Would you like some tea? Frederick has just brought back the most wonderful blend. Tea would be wonderful. Good. I'll go prepare some right away. Thank you, Mother. Okay. Wir können jetzt weiter hochgehen, aber lassen wir die mal in Ruhe. Gehen wir mal draußen. Vielleicht eiern da noch alle anderen draußen rum. Ganz zufällig. Hey, Sophie. Aspel? It's late, Sophie. What are you doing up? When will the Sopharius become a Blossom Gale? I don't know. We might have to ask my mother. She used to love tending the garden. Although, I don't think she's been here since Dad died. She says there's no one left to enjoy the flowers. I never knew my father liked flowers at all. Can I ask something? Are you sad that your father died? It's complicated. I've been avoiding thinking about it. His death meant that we never got the chance to understand each other. I'm sure we'd have been able to if he was still around. So, yeah, you could say I'm sad about that. I guess I'm better at solving other people's problems than dealing with my own. Anyway, once everything's over, we'll come back here. Maybe then we'll be able to see the Blossom Gale. When we come back. Yeah, so we have to make sure we survive, right? I want to see the Blossom Gale with you. I mean it. I know. I'd like that too. It's really late. You should get some sleep. What about you? I'll sleep soon, I promise. Good night, Sophie. Okay. Good night.
we're all coming back. All of us, including Sophie and Richard. Is it really so crazy to hope? Nee, Hoffnung ist gut. Wird schon ein Happy End irgendwie ergeben. So, was noch? Malik. Na? Wollte ich eigentlich immer Melly nennen. Verdammt, ich muss mir halt angewöhnen. Yep. Captain Malik. I don't want Sophie or Richard to die. I want to save them both. Is that asking for too much? It's important to feel compassion for others if you wish to save them. That is a lesson I learned too late. It's why I couldn't save Kurt. I don't want you to face that same regret. Captain. Never lose hope, Asbel. We can do this. We will do this. Let's just make sure everyone comes back safely. Yes, sir. Sie ist immer noch hier gepennt. Ich um. Wir werden es schaffen, natürlich. Wir sind die letzte Hoffnung. Ah, Poisson und Pascal. What are you doing, Pascal? Just tinkering around with an idea. I thought it might come in handy tomorrow. Can you get that screwdriver for me, Poisson? You have to fight tomorrow, Pascal. You should get some rest. Yeah, probably. But it's more important that I go into battle without any regrets. So if I gotta stay up all night, then I'll just... Oh, crud. Now I need a wrench. I can finish that for you. Fourier? Fourier! Oh, goodness. Oh my gosh, I have been so worried about you. Oh, I figured you'd forgotten about me. You totally saved us back when we were in the shuttle. And you looked so cool, too. You were all like, shoop, shoop. Naturally. Who do you take me for? True, true. You are my big sister. If something happened to you, I don't know what I'd do. Pascal. Well, I guess someone has to keep an eye on you. Make sure you take baths and the like. Hey, I take 2 baths a week now, whether I need them or not. 2 baths a week? How can someone be so brilliant in the lab and so clueless everywhere else? Poisson and I will finish up here. You go get some sleep. And take a bath. But... No buts! Do you know how late it is? Take a bath and get some sleep, or I'll dump a bucket of water on your head and strap you to the bed. You okay, sis? Das ist nicht sehr produktiv, aber okay. Sleep well, Pascal. All right then, let's get to work. We'll show the world what a Martians are capable of. Yes, ma'am. We'll take care of everything. You two just worry about waking up on time. Aw, thanks, guys. I better get to bed. Don't stay up too late, Asbel. I won't. Warum standen wir überhaupt da? Haben wir überhaupt ein Wort mit ihr gewechselt davor? So. Bailey war es doch, oder? Sharia? Und Sharia ist auch da. Bailey, what are you doing up? Are you really leaving tomorrow? Yes, and don't try to stop me. It won't work. Yes. Well, actually, I was thinking, see, when all this is over, I was wondering if... Yes? What is it? Well, it's just... Come now, Bailey. Tell the poor girl what you're really thinking. Raymond? I'm sorry. What's going on here? Miss Sharia, please hear me. I am mortified by the horrible things I did to you. Oh, well, that's all in the past, and I... Your forgiveness shames me. Ever since you healed me, I have waited for the day when I could repay you. I beg of you,
When this is over, come back to Strata with me! I shall build you a home worthy of a princess, and we will live in joy for the rest of our days. You will be a prisoner no more, my love. Instead, I shall be enslaved by you. Oh, God. Oh, my goodness. Come, Bailey. See if your words can sound half as sweet. See if what? Now, wait. Just look. Sharia, I came to ask if you would be the leader of our relief organization. Of course, I would try to help however I could, so, will you consider it? I'm sorry. But I've had a lot of time to think recently, and I've learned what I truly want from my life. And unfortunately, that means I have to turn you both down. I'm sorry. I suppose it would be rude to ask what it is that you truly want. I'm sorry. Come on, Raymond. Let's go. You embark on a great quest tomorrow, Sharia. You should get some rest. Thank you, Bailey. Take care of her, Asbel. Hey! How long have you been standing there? You're enslaving poor Raymond now? Hey, stop that! Sorry. So, hey, mind if I ask what you truly want? Whatever it is, I'd like to help. Asbel. What about you? What are you going to do when this is over? I want to help Lon get back to normal. And I suppose I'll need to help Sophie. She's had nothing but painful memories her whole life. And now her home is gone on top of it. So I was thinking maybe she could just live here in Lont. Then maybe I could, I don't know, give her some happy memories? You said something like that before, right? About how you'd either help her get home or be with her for the rest of your life. Huh? Yeah, I guess I did say that. But that was a long time ago. And I've learned it's not something I can do on my own. That's why. Look, I was thinking about continuing the relief work I was doing before. I want to travel the world and help those less fortunate than I. I see. You really are an angel, Sharia. Stop it. All these selfless acts are gonna make me look bad. You know that, right? Just take care of Sophie. Otherwise, I can't be held responsible for what happens. I will. I promise. So, I need to get some sleep. See you tomorrow. So, das waren doch alle, ne? Dann gehen wir jetzt auch mal pennen. Weil diese klassischen... Ja, weiß nicht, ob ich dann indirekt irgendwas spoiler, aber... Hast du mich gerade angeguckt? Ich gehe ja schon schlafen. Ja, keine Ahnung. Vor den letzten Schlachten, in den Tales of Spielen, gibt es immer ein Gespräch zwischen den ganzen Hauptcharakteren. Und das ist das für dieses Spiel, nehme ich mal an. Kann ich ja schlafen? Nickerchen machen, okay. Ich hoffe, das war jetzt richtig, ne? Sonst wäre der Befehl ein bisschen... Okay, Nickerchen machen. Soll ich jetzt mal ganz viele Nickerchen machen, oder was? Waren noch alle, oder? Jo. Someone's late. Sorry, I didn't realize everyone else was here. You slept okay? We should get going. Na gut. Look. They've come to see us off.
Mein Gott, was für ein Druck. And don't worry about us. We'll be fine. We shall humbly wait your return. Good luck, everyone. We'll be praying for your safety. Do what you must and then get back here. And don't you dare die on me. Travel well, young masters. Thanks, everyone. All right, we're off to the Lost Talia. Wie kommen wir da hin? Okay, wollte schon sagen. Wow, da muss ich mir da. Okay, das waren eine Menge Titel. Rüsten wir alle mal aus. Ne? Maximales K. Xnova, jo. Bisschen Berster. Dann aber eigentlich noch ein bisschen Zeit. Ne, Revitalisierung, jawohl. Eisgruf, neue Art, okay. Leuchtfeld, ankern. Jo. Wird eigentlich gut, wenn wir noch ein paar Dingens hier. Nein. Ich vergesse das immer. Modellschiff. Barona, Kampfschwert, okay. Ich erstmal sagen, wir reisen hier. Ich muss mal gucken. Immer noch nicht, verdammt. Dort machen wir erstmal. Reisen wir erstmal hier von Ort zu Ort und geben die Quests ab. Für die letzten paar Minuten. So, wo ist das Gasthaus? Da oben oder? Da oben. Ne, da unten ist es. Mein Gott. Dann. Wahrscheinlich sind ja auch noch irgendwo Skips und so, ne? Nö, okay. Okay, dann. Kampfschwert abgeben. Eiskopf gelernt, gut. Weiter geht's. Weiß ich, dann werden wir noch etwas Zeit totschlagen, bevor wir zum finalen Kampf gehen. Ritterrüstung können wir auch abgeben. Weil wir den Spaß, die ganzen Rüstungen und so was alles hier herzustellen. Auch brauchen. Weil es jetzt so ein Luxus, wir können einfach hier hin und her laufen. Und irgendwohin teleportieren. Richtig schön. Skits? Nein. Manchmal sind da noch Skits. Also muss man gucken. So. Sieht jetzt aus. Okay, so 1000 noch was. Schätze mal bei jedem gleich. So, was haben wir hier? Geborstene Klingen. So kann man auch irgendwie Titel aufleveln. Ich hoffe, die geben nicht zu viele Dinger hier. Okay, das reicht. Müsste eigentlich jeder den, ja, 5 gemacht haben. Gut so. Dann, weiß ich nicht. Machen wir noch. Wechseln auf. Ich tue meinen Schwierigkeitsgrad höher stellen. Ich habe so viele Ziele jetzt hochgelevelt, dass ich glaube ich ein bisschen zu stark. Nur das Aureole. Das ist eine Art, die wir noch nicht haben. Also. Gucken wir mal. Wollen wir noch nichts? Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Machen wir das hier. Du bekommst, weiß ich nicht. Warte mal hier. Ja, 500.000 Gold. Wir haben eine Menge Gold. Stimmt. Gute Priesterin. Ja, mach mal. Ach, das haben wir auch gut. Stimmt ja. Ja, mach mal das hier. Oder. Ja, möchte eine bessere Übersicht haben. Ja, Halunke. Legzeit runter. Ah, machen wir das. So, nächste. Sapli soll. Geistermaske. Ja, den Rest der Folge tun wir nur noch. Dinge zu abgeben.
So. Hier schon was gegeben? Okay. Dann hat der Folge drum einfach nur, keine Ahnung, durch die Gegend rennen, Quest abgeben, aber Zeit. So. Und das hier mal ein bisschen viel herstellen. So, reicht doch wohl, oder? So, nächste Quest abgeben. Nutzaureole, okay. Nächste. Eine schöne Feder. Kann so ein bisschen dauern, aber egal. Ich werde auch erstmal jede Stadt noch mal besuchen für die Quests und wahrscheinlich sind schon wieder in Launch und so wieder neue Dinge aufgetaucht, aber ich will jetzt erstmal einmal überall durch und das reicht dann. Oh, Tomate. Hey da. Nee, da oben. Mein Gott. Ich kann mir halt jetzt da leisten, ein bisschen längere Parts aufzunehmen, weil ich habe Ferien ab. Boah. Okay, eine schöne Fähre. Wieder 340. Irgendjemand, du hast schon. Weiß ich nicht. Hm, physischer. Ja, Angriff braucht sie eigentlich nicht. Minimal SK, das ist gut. So, nächste Stadt. Kriegers, Traumpapa. Da können wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge ein paar Quests hier widmen. Bevor wir, weiß nicht, ernsthaft mit der Story weitermachen. Weil dann winken noch Titel und was weiß ich noch für uns dabei heraus. Kommen wir irgendwie wenig. Ja, Vitalität, nee, das brauchst du nicht. Ich weiß nicht, was kommen wir noch hier? Was kommen wir denn da noch? Komm mal hier. So. Dingens wieder. Melanik, feines Fell. Mein Gott, warum immer nur eine überall? Das ist so wenig. Ich möchte gerne mehrere Dinger hier füllen können. Skit? Nein, okay. So, hier noch ganz schön viel Geld, glaube ich, ne? Ja, das können wir weiter. Aus Screen trainieren werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil wir sind zu stark. Das Gefühl. Oh, mehrere. Gut so. Dann noch die marzianische Enklave und Dingens. Telos Astur. Also wahrscheinlich schon wieder längst überall anders. Überall irgendwo anders. Die ganzen Quests wieder neu aufgefüllt. Können wir gleich mal gucken. Eine goldene Brille. Dann nehmen wir die. So. Ja, Sophie und Hubert. Ja, das habt ihr geguckt. Teufelswiderstand, Nova-Widerstand wäre doch vielleicht nicht. Oh, Abwehr. Hatte Abwehr, das ist gut. Sternschnuppe. Die Angriffe müssen jetzt nicht noch weiter hoch geballert werden, finde ich. So, was haben wir hier? Maximal SK. Ja, nehmen wir das hier und ja, die brauchen immer so viel. Nehmen wir das hier. Ja, nehmen wir das hier. Und Sphärenschwert oder nehmen wir das hier. Ja,
Die ganzen anderen Dinger hier sind alles so Quests mit Cutscenes und so weiter alles. Oh, Pascal. Ja. Na ja, gut. Mein Gott, 25 Minuten schon. Jetzt sind wir gleich fertig. Ja, ist ja schon klar, Kernfragment. Mein Gott. Ich wahrscheinlich offscreen die ganzen Items herstellen, die wir jetzt wieder für die nächsten Quests brauchen. Und dann, weiß ich nicht, wenn die irgendwann mal, ja, ne, vielleicht soll hier wieder so ein Ding zugekommen. Schokolade bitte, danke. Dann kann mal irgendjemand, okay, 2200 geht auch noch. Die Titel ja am Hochballern. Wenn ich irgendwas Neues hier. Besser ein Sturm. Keine Ahnung. Was das hier? Irgendwas. So, Tellus, das du, wir sind da wieder neue. Ein grüner Schal. Das ist aber, warum ich den ganzen Ausrüstungsding schon hier nicht verballer. Den können wir immer irgendwann noch brauchen. Da ist eine Quest, habe ich gesehen, aber nein. Immer noch nicht hin. So, dann. Nein. Oh, magische Katar Nummer 88. Die da ist. Pettis Katar. Ein Ganovi wie er. Pa! Von der PS3-Version von Tales of Vesperia. Ich sich auch gerne haben würde. Aber ich kann halt japanisch. So ein Rotz. So, nehmen wir das hier einfach. Und ja, sind fertig. Okay, ist nichts Neues gekommen. Okay. Was soll immer. Na gut. 27 Minuten, 28 Minuten, das reicht, finde ich. Das waren produktive Minuten in den letzten Minuten. Okay, ich weiß nicht. Wir gehen wahrscheinlich in der nächsten Folge hier noch die ganzen Quests hier durch, was wir noch erfüllen können und so. Aber bis dahin sage ich dann, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!